Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Play Professor Layton und die Maske der Wunder. Wir sind jetzt schon seit 3 Parts dabei, hier die wunderbaren Roboterrätsel zu lösen. Und ich bin jetzt mal so frei gewesen und habe hier einfach weitergemacht und bin jetzt nicht erst im Hauptmenü gelandet. Wir machen gleich mal weiter mit dem 9. Rätsel, Wolkenschloss. Nur nach einem klärenden Gewitter ist es am Himmel zu sehen. Alles klar. Auch ein schönes Wolkenschloss. Und das sieht ja sehr, sehr kompliziert aus hier. Okay. Direkt unter uns ist das Feld. Okay. Ich sehe auf jeden Fall schon mal zwei Möglichkeiten, wie wir da hinkommen. Wir können da unten den Schraubenschlüssel benutzen und da... Obwohl. Doch nicht ganz. Wir können natürlich von hier aus, hier nach links, hier nach unten, dann darauf landen. Okay. Aber es gibt noch einen Weg, hier überhaupt richtig voranzukommen. Und zwar bin ich jetzt gerade quasi eingekesselt und kann nur diesen Schraubenschlüssel nutzen, um entweder nach links oder nach rechts zu kommen. Und nach links macht keinen Sinn, denn da komme ich überhaupt nicht mehr raus. Ne? Da geht es nicht weiter, aber hier rechts ist wieder ein Schraubenschlüssel. Deswegen gehe ich jetzt nach links, um das Ding da oben zu benutzen. Man sieht, wenn ich erst hier durchbreche mit diesem Schraubenschlüssel, dann komme ich hier... Macht das keinen Sinn, weil ich komme hier nicht raus, dann kann ich hier wieder reingehen, quasi. Dann mache ich mal so. Dann breche ich hier durch die Wand. Ah, so. Jetzt kann ich natürlich Folgendes machen. Ah, ist natürlich gut. Dann gehe ich jetzt nach unten und kann den Schraubenschlüssel nutzen, um da längs meine ganzen Wände wegzubrettern. Alles klar. Gut, das wäre schon mal geklärt. So. Wie geht's dann weiter? Das ist die große Frage. Ich hätte es anders machen wollen, glaube ich, ne? Ich habe jetzt gerade Zug zurückgemacht. Und ich glaube, komme jetzt hier nicht mehr raus. Na toll. Ich mache es nochmal neu, mein Lieben. Ich habe jetzt nämlich gerade eine neue Idee bekommen. So, also die Schritte erstmal nochmal von vorne. Ich habe jetzt nicht die Lösung geguckt übrigens. Da gucke ich gleich vielleicht nach, wenn es sein muss. Und ich habe im letzten Part ja die Lösung genutzt. Um auf die, um logischerweise auf die Lösung zu kommen. Ich mache es jetzt mal anders. Ja, das könnte hinkommen. Ich gehe einfach jetzt mal außen rum kurz, weil ich es kann. Denn ich muss von einem anderen Feld aus starten, wie ihr gleich sehen werdet. Allerdings werde ich so nicht auf die Lösung kommen, glaube ich. Oder doch? Weil ich werde damit auch eine Mauer wegbrechen, die ich eigentlich brauchen könnte. Ich gehe jetzt mal nach unten und mal sehen, ob das funktioniert. Trotzdem. Genau diese Mauer, die wäre normalerweise wichtig gewesen. Denn dann wäre ich ja einen Schritt links daneben gelandet und könnte ganz einfach dann darauf kommen. So geht es nämlich nicht. Ach, wie mache ich das denn jetzt? So geht es ja auch nicht, wenn ich hier jetzt so lang gehe, ne? Ne, das passt nicht. Dann gehe ich mal nach links, aber bald wird auch mein Treibstoff zu Ende sein. Ne, das hilft mir auch nicht. Wie mache ich das jetzt? Ich glaube, ich gehe mal lieber wieder raus. Ich habe aber nicht mehr viele Schritte zur Verfügung. Nö, das wird nichts mehr. Ich brauche diese eine Mauer als Stütze, sonst komme ich da nicht durch. Aber ich kann nur nach links gehen. Ich gucke kurz mal auf die Lösung. Ich habe also der erste Schritt, den ich gemacht habe, ist schon mal richtig. Das heißt, wir gehen erst nach links, zweimal nach oben, dann nach rechts, um zumindest die Katze da auch zu zerstören. Das heißt, das war schon mal richtig. Anders geht es eigentlich auch nicht. Weil links würde ich nicht mehr weiterkommen. Da habe ich keinen Schraubenschlüssel mehr. Das würde keinen Sinn ergeben. So. Ich könnte jetzt hier von rechts kommen und dann wieder die Mauern durchbrechen, wie ich das schon mal gemacht habe. Die Frage ist, hilft mir das in irgendeiner Form? Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Dann muss ich aber geschickt sein, die Ratte, also die Maus da, umgehen. Das ist die einzige Möglichkeit. Ich bretter hier jetzt einfach mal durch die Mauern durch. Ob es funktioniert, das könnte funktionieren. Ich gehe mal nach oben. Ja. Wenn ich jetzt nach unten gehe,
trete ich gerade so nicht aus dem Schraubenschlüssel. Ich glaube, den muss ich nämlich anders benutzen. Ja, das könnte... Ja, ich habe die Lösung. Meine ich. Oder? Ich gehe mal kurz nach unten. Ich denke mal, das dürfte hinkommen, wenn ich jetzt nach oben gehe und jetzt nach rechts durchbreche. Dann habe ich nämlich den Weg frei zu dieser Mauer, die mich stützen soll. Und die ist ja noch heil. Ja, ich weiß, wie ich es mache. Alles klar. Ja, das habe ich doch geschafft. Ich habe es geschafft ohne Lösung. Ich brauchte nur kurz den Ansatz, damit ich auch weiß, dass ich richtig liege. Denn wenn ich jetzt nach links gehe, nach unten und rechts, weil die Mauer ja noch da ist und die war wichtig, denn sonst komme ich jetzt nicht auf das Ziel. 1, 2, 3. Geschafft. Ohne Lösung. Yay. Wolkenschloss geschafft. Damit haben wir jetzt die 9 Rätsel geschafft und dadurch dürfte jetzt eigentlich das 10. Rätsel freigeschaltet werden. Jetzt aber kurz freigeschaltet, Palast des Ostens. Okay. Dann gehen wir mal hin zum letzten Rätsel. Oh. Parcours 10. Besiege... Ich habe das jetzt nicht gelesen. Warte, ich möchte das nochmal machen. Ich gehe mal zurück zur Weltkarte. Palast des Ostens. Nutze die Kraft der Goldschlüssel, um den Dackelbot zu besiegen. Dackelbot. Sehr interessant. Besiege den Boss mit den goldenen Schlüsseln. Okay, der, also wir wissen ja, die Maus war einmal ein Felder groß, einmal ein Feld groß, also die Katze war dann zweimal zwei Felder groß und der Hund ist dreimal drei Felder groß. Okay. Ich rette mich jetzt erstmal in die Mitte. Und die Musik hat sich geändert, wie man hört, ne? So. Schaffe ich das? Nee, es geht nicht. Dann wäre er auf jeden Fall weg. Die Musik gefällt mir echt gut. Ich muss mich hier ein bisschen beeilen. Ja, so kann ich auf ihn zu. Jetzt gehe ich nach oben. Attacke! So, jetzt ist er in der Mitte. Der will direkt auf mich zu? Die Frage ist natürlich, in welche Richtung er wird, gehen wird. Wird er genau dahin gehen, wo ich jetzt hingehe? Also entweder rechts oder links oder wie jetzt? Sonst könnte ich auch vermuten, dass er einfach wie immer nach rechts geht. Ja, tut er tatsächlich. Alles klar. Und da ist ein neuer Schlüssel. Ein sehr, sehr schönes und sehr interessantes letztes Battle hier. Wieso wird das nichts? Wenn ich jetzt nach unten gehe... Ich bin zu schnell für ihn, glaube ich. Dann gehe ich mal nach unten. Ich nehme mal eine Runde Auszeit. Nee, es wird auch nichts. Oder doch, das wird... Ach, verdammt, ich habe mich gerade verdrückt. Zug zurück. Ich wollte nach oben, nicht nach rechts. Denn jetzt bin ich mal wieder in der Position wie eben. Und los geht's. Bams. Und das war's schon. Geschafft, geil. Das ist einfach. Sehr schön. Palast des Ostens geschafft. Und ohne Lösung. Sehr schön. Ist ja geil. Präsentiere nun den Irrgarten und seine spannenden Bonusparcours. Ja. Ich nehme mal an, oder ist es die Bonusparcours oder ist es der Bonusbereich? Alles klar, schön. Prima, dein Aufziehroboter hat die 10 Parcours erfolgreich gemeistert. Die 10 Parcours? Ist auch falsch geschrieben, oder? Egal. Das Haus des Spielefreunds steht nun in Laytons Aufgaben zur Auswahl. Das sind die Rätsel im Bonusbereich. Sehr schön. Da gibt es ja 5 verschiedene Bereiche. Einen schaltet man frei, wenn man das Spiel durchgespielt hat. 3 weitere, wenn man die 3 Bonussachen geschafft hat. Und dann fehlt noch ein weiterer. Den schalten wir erstmal frei, wenn man alle Rätsel in den übrigen 4 geschafft hat. Alles schön und super. Das wäre schon mal klar. Und ihr hört im Hintergrund irgendwas. Das ist jetzt egal. Da stand, ach nee, da standen die Regeln. Ah, ich wollte mich gerade wundern. Hier unten links, da stand irgendwie, das waren die 10 Level, aber ich hätte auch die Regeln nochmal gesehen. Okay, fangen wir doch gleich mal in diesem Part an mit dem nächsten wunderschönen Minispiel, und zwar das Ladenspiel. So, das erste hatten wir schon gehabt, nämlich frisches Obst. Das hatten wir schon mal als Probehalber gemacht. Jetzt geht's weiter mit Porzellan. Edles Teegeschirr von höchster Qualität, vom Kettchen bis zur Untertasse, ist in dieser Vitrine ausgestellt. Ich muss aber kurz nochmal in den Regeln nachgucken. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, was man machen muss.
ordnen die Artikel so im Regal an, dass die Kunden in einem Kaufrausch verfallen und dir die Auslage ratzeputz leerräumen. Ludmilla hat den ersten Artikel bereits hingestellt. Dieser ist mit einem roten Rahmen markiert. Natürlich ist ihr Wort in diesem Laden gesetzt. Den vorgegebenen Artikel kannst du also nicht bewegen. Wenn den Touchpen, um Artikel von oben auf ihren Platz im Regal zu ziehen. Das Regalfach färbt sich dort dunkel, wo der Gegenstand nicht abgelegt werden kann. Sobald du einen Artikel berührst, sagt dir Ludmilla Typ und Farbe dieses Artikels. Berühre fertig, sobald die Wagenauslage für die Kundschaft bereit ist. Du kannst die Kunden erst in den Laden lassen, wenn alle Artikel platziert sind. Oh, Kundschaft, ja, ja. Das kenne ich schon. Ich denke mal, ich habe es jetzt soweit wieder im Kopf, wie es geht. Also, los. Hier ist unser neues Sortiment. Die Ordnung muss gut überlegt sein. Das heißt, ich werde jetzt einmal kurz in den unteren Bildschirm wechseln. Das heißt kurz. Ich hoffe, es wird kurz sein, wenn ich schnell bin. So, es sind noch 5 Dinger zu verteilen. Und entweder ich gehe mit der gleichen Farbe weiter oder mit dem gleichen Ding. Ob ich das so mache? Nee, das wird ja nichts. Mach die Tasse am besten. Wenn ich das so mache. Das wird so nichts, ne? Die müssen doch verbunden sein irgendwie. Ist das so richtig? Ich denke mal schon, ne? Anders geht's ja nicht. Das sind ja insgesamt 4er-Größen. Und die müssen dann so eingebracht werden, sonst passen die gar nicht rein. An sich muss das doch hinkommen. Soll ich jetzt eigentlich in den oberen Bildschirm oder in den unteren? Ich gehe in den oberen und dann sage ich euch, was unten geschieht, was da weggekauft wird, je nachdem. Fertig. Oh, Kundschaft. So, eine alte Frau. Guten Morgen, ich suche eine Mondtasse. Das ist das Erste, was Lute mir da reingesteckt hat. Und da, fein, packen Sie die mir ein, ja. Tja, tja. Oh, jetzt muss ich zwischen zwei entscheiden. So viele schöne Sachen, aber ich muss meine Rente zusammenhalten. Also gut, genug gekauft. Oh, das war schlecht. Geld wächst schließlich nicht auf Bäumen. Einen angenehmen Tag noch, mein Liebes. Mach's gut. Okay, das war schlecht. Wie schade. Ich habe folgenden Fehler gemacht und habe jetzt 2 Sachen zur Auswahl gegeben, was als nächstes kommen könnte. Entweder wieder etwas Gelbes oder die Tasse. Das darf also nicht passieren. Ne, wieso passt das nicht? So geht's aber auch nicht. Wie mache ich das denn jetzt? Nee, der ist ja fest. Huiuiui. Also ich werde keine Verkäuferin. Und vor allem Verkäuferin, klar. Ich werde kein Verkäufer sein. Da bin ich mir schon fast sicher. Nee, das geht ja auch daneben, ne? Und die Tassen kann ich nicht da überall abstellen. Boah, ist das nervig hier. Na nee, das war ja so richtig quasi. Wie soll ich denn weitermachen? Ach Mann! Wie wär's denn? Ich. Sag mal. Hallo? Könntest du bitte wieder zurück? Ich möchte dich gerne wieder zurückstellen. Hallo! So. Ja. Wie kann man denn die Reihenfolge machen? Nee, so geht's ja auch nicht. Und da hast du keinen Platz mehr. Ach Leute, wie mache ich das jetzt? Ja. Was macht man da? Entweder wir gehen so rum oder wir gehen so rum. Wahrscheinlich gehen wir oben rum. Das heißt, ich sage einfach mal, ich gehe jetzt mit der gelben... Oh, das ist nervig. Mit der Tasse gehe ich jetzt mal, dann... Aber es funktioniert auch so nicht. Da hat sie ja 2 Wege quasi. Nee, da geht's ja falsch. Oh, Kollege, könntest du bitte... Ach, jetzt weiß ich auch, warum das nicht weggeht. Weil die Tasse quasi draufsteht. Ahahaha. Sehr witzig. So vielleicht? Das könnte funktionieren, meine Lieben. Aber ob das jetzt wirklich stimmt, das sehen wir erst im nächsten Part. Bis dann und auf Wiedersehen.